Die Europäische Weinritterschaft hat sich der Pflege internationaler Beziehungen verschrieben. Einige Eidgenossen zählen auch zum konsularischen Korps, das heuer sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Ein ehrwürdiger Anlass für den Magister Generalis, selbst Honorarkonsul der Slowakei, für einen Besuch beim Generalkonsul des Korps Consulaire. Unser Doyer für das Burgenland ist der Herr Konsul Tom Bartin Terra, der für uns deswegen besonders wichtig ist, weil er über seine Weinritterschaft über sehr gute Verbindungen und Kontakte sowohl im Inland als auch im Ausland verfügt. Es ist so, dass wir vor mehr als 10 Jahren schon begonnen haben mit 2, 3 Honorarkonsuln und jetzt sind wir schon zweistellig. Also das heißt, durch unsere internationale Tätigkeit über den Europäischen Weinritterorden haben wir auch den honorarkonsularischen Dienst also mit befeuert und hier können wir am meisten mitwirken. An die 170 Mitglieder zählt das konsularische Korps. Alfred Kieber, der jüngst erst den Vorsitz übernommen hat, sorgt nun für frischen Wind. Wir haben auf der einen Seite ein neues Magazin aufgelegt. Darüber hinaus machen wir eine Reihe von Podcast-Beiträgen, wo wir unsere Mitglieder vorstellen. Und ich möchte bekannt machen, wie viel wir für die österreichische Wirtschaft leisten. Ein wichtiger Schritt, denn diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sind ein Stützpfeiler der Gesellschaft. Das beweist das Korps Consulaire ebenso wie die Europäische Weinritterschaft.